Ja, ein freundliches und warmes Hallo an alle Freunde des Märchenkosmos und überhaupt an alle Märcheninteressierte und Menschen überhaupt. Heute Abend hätte auf der Barkasse der russisch-mongolische Märchenabend stattgefunden, der ja aus bekannten Gründen, die uns gerade alle gemeinsam betreffen, abgesagt wurde. Und ja, unser Gedanke war, um Sie nicht ganz alleine damit zu lassen, wenn Sie nicht zu uns kommen können, dann kommen wir als Märchenkosmos und mit Grüßen von Barkassenmeier zu Ihnen. Für uns alle ist das eine Zeit der großen Verunsicherung. Ängste, Sorgen machen sich breit. Keiner weiß, wohin sich das alles entwickelt. Wir haben alle große Auflagen bekommen und für viele von uns ist es auch neu. Und das kann auch unruhig machen. Was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Zum Beispiel vielleicht Märchen hören. Das Schöne ist, dass ich bei allem, was uns gerade betrifft, auch ganz viel Positives entwickelt. Ich habe lange nicht mehr so viel Solidarität unter den Menschen gespürt wie in den letzten Tagen. Und ich kann auch immer nur sagen, bleiben Sie zu Hause. Ich glaube, dass das ganz viel Sinn macht, was da gerade passiert, und bin dankbar für die Transparenz in dem Ganzen. So, jetzt möchte ich Sie aber auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Da es ja eh ein russisch-mongolischer Abend war, habe ich ein mongolisches Märchen rausgesucht, weil ich ja einfach mal den Älteren, den Senioren Danke sagen möchte für all das, was sie auch für uns auf die Beine gestellt haben. Diese Generation ist sehr betroffen und auch viel Einsamkeit in uns alleine. Enkelkinder dürfen nicht mehr getroffen werden. Mit der Technik kennen sie sich auch nicht so aus. Also schicken Sie das Märchen einfach weiter an Oma, Opa, an die Eltern, an Freunde, wer immer Ihnen einfällt. Wir als Märchenkosmos, wir freuen uns und ja, werden das auch fortsetzen. Aber jetzt erstmal heute das Märchen. Die Mongolen. Die Mongolen, ein ganz einfaches Volk, hatten ein riesen Weltreich. Aber das ist gar nicht so wichtig im Moment, sondern ich glaube, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf das Märchen. Ja, es ist immer so verführerisch. Wie der arme Jüngling den Khan bezwang. Einst, vor langer, langer Zeit, da lebte ein selbstgefälliger Khan, der viele, viele Untertanen hatte. Aber im Laufe der Zeit, da wurden es immer weniger. Der Khan hatte ein Gesetz verkünden lassen. Jeder Greis, der einen einjährigen Stier nicht mehr festhalten kann, der wird getötet. Einmal aber, da entschloss sich ein Jüngling, seinen Vater zu retten. Er grub eine Grube in die Erde, setzte den alten Vater hinein und brachte ihm täglich etwas zu essen. Und als die Beamten des Khans erschienen, da klagte er unter Tränen: Ihr hohen Herrn, mein Vater, ein treuer Untertan des Khans, er ist vor 7 Monaten von uns gegangen. Die Beamten glaubten ihm und gingen fort. Eines Tages ging der Jüngling am Palast des Khans vorbei und sah dort eine Menschenmenge herumstehen. Mit großem Interesse betrachteten sie einen Baumstumpf, der an beiden Enden gleichmäßig abgesägt war. Der Khan des nachbarlichen Khanates hatte ihn gesandt. Er drohte seinem Nachbarn mit Krieg, wenn er nicht erraten würde, wo der Baum die Wurzel und wo er die Krone hatte. Die Bedenkzeit näherte sich dem Ende und der Khan wusste keinen Rat. In seiner Ratlosigkeit ließ er verlautbaren: Derjenige, der mir sagen kann, wo dieser Baumstamm seine Wurzel und wo seine Krone hatte, erhält von mir einen Sack voller Gold. Als dies der Jüngling hörte, ging er zu seinem Vater und bat ihn um Rat. Ach, mein Sohn, das ist eine leichte Aufgabe.
Es genügt, den Baumstumpf in einen reißenden Strom zu werfen. Er wird in der Strömung mit der Krone nach vorne schwimmen. Am Morgen eilte der Jüngling zum Kahn und berichtete, wie er das obere und das untere Ende des Baumstammes bestimmen solle. Der Kahn schickte einen Boten mit der Antwort zum Kahn des Nachbarkanats und belohnte den Jüngling reich. Nach einer Zeit schickte derselbe Kahn ein sonderbares Tier in den Palast. Es war so groß wie ein zweijähriger Stier mit unzählbaren, scharfen Zähnen. Er hatte 12 Beine und einen dicken, fetten, durchsichtigen Bauch. Wenn ihr mir sagen könnt, wo dieses Tier lebt und wie es zu töten ist, will ich gnädig sein und euer Volk verschonen. Wieder versammelten sich im Palast des Kanats tausende Untertanen, aber niemand wusste Rat. Der Khan befahl einem Diener, das Tier während der Nacht zu überwachen. Aber am anderen Morgen, da war von dem Diener kein einziger Knochen übrig geblieben. Die Zeit verging und das Ungetüm hatte schon hunderte von Menschen aufgefressen. Und nun kam auch der Jüngling an die Reihe, das Tier zu bewachen. In größter Verzweiflung lief er zu seinem Vater. Ach, mein Sohn, verzweifle nicht. Es ist eine gemästete Laus. Wenn du sie bewachen wirst, so schlafe nicht. Und wenn sie dich dann angreifen will, drücke 2 Fingernägel gegeneinander. Davor fürchtet sie sich am meisten. Der Sohn handelte genau nach des Vaters Rat und blieb am Leben. Am Morgen lugten die Diener des Khans durch die Türspalte und als sie sahen, dass der Jüngling lebendig und gesund war, beeilten sie sich, dem Khan die gute Nachricht zu überbringen. Der Khan rief den Jüngling zu sich und als er erfuhr, dass das Tier eine gemästete Laus sei, sandte er seine Beamten in das Land des Nachbarkanats. Zum Jüngling aber sprach er: Du hast das ganze Land gerettet. Verlange von mir, was du willst. Hoher Herr, es macht mich glücklich, eure Worte zu hören, aber es ist nicht mein Verdienst. Und während er das sagte, sank er auf seine Knie. Die Rätsel, hoher Herr, die löste mein Vater. Ich brauche keine Güter, nur um eines bitte ich dich. Hebe das Gesetz auf, nach welchem alle schwachen Greise getötet werden. Nun gut, so sei es. Seinen Beamten befahl er, für die kleinen Glocken die kleinen Stämme und mit der großen Glocke die großen Stämme herbeizuläuten. Als sich das ganze Volk versammelt hatte, da verlas er selbst: Mit diesem Tage verfüge ich, dass alle Schwachen, Gebrechlichen oder überhaupt Ältere zu achten und zu ehren sind. Ja, was für eine weise Botschaft. Wir brauchen unsere Alten, unsere Senioren und wir sollten Acht auf sie geben, denn sie wissen in manchen Situationen etwas mehr als wir. Wie lange das Ganze jetzt geht, das weiß niemand. In der Planung haben wir erstmal am 3. Juli dann mit den skandinavischen Märchen hoffentlich wieder in See zu stechen. Und bis dahin schauen Sie doch einfach immer wieder mal auf die Seite vom Märchenkosmos. Wir werden uns jetzt auch via Internet schöne Sachen überlegen und ja, freuen uns, wenn Sie uns besuchen und Sie mir lauschen möchten.